Ja. Oh ja, und das kann ich jetzt anziehen. Das ist nämlich was sehr Schönes. Sogar mit Gewandtheitsbonus, ha. Meisterlich geschmiedete Beinschienen aus einem seltsam leichten und extrem harten Metall. Auf magische Weise wird die Gewandtheit des Trägers gesteigert. Und auch das Zaubern ist mit dieser Rüstung möglich. Ja. Unser erstes Teil der Questrüstung. Lass das mal vor Grimm machen. Na klar. Ja, Bronzebeinschienen können wir zu Vorgrim zum Aufbewahren mal geben. Und ja, es gibt eine Questrüstung, von der wir jetzt den ersten Teil bekommen haben. So, jetzt muss die Krabbe weg. Ich nehme die Sache in die Hand. Kurkum! Bei meiner Axt! Zerrit. Jetzt wird's ernst. Okay, du hast unbedingt auf Gladys abgesehen. Amazone voraus. Ich helfe. Folgt mir. Furax. Gut. Das heißt, jetzt können wir halt erst auf die Totenkopfinsel rüber. Also da müssen wir da, glaube ich, rüber. Irgendwo hier auf der Totenkopfinsel müsste noch ein Fass sein, was wir übersehen haben. Okay, nein, hier geht's nicht auf die Totenkopfinsel rüber. Da benutzen wir einfach mal den sporadischen Linksklick. Ah, stimmt, hier geht's auf die Totenkopfinsel rüber. Aber ich kann mich gerade nicht erinnern, ob wir schon das Fass dort gefunden hatten. Weil ich weiß, das Fass da oben. Also es gibt zwei Fässer. Eins ist da im Norden gewesen. Nein, wir haben das Fass nicht gefunden. Ich sehe es gerade. Eins war ja im Norden. Direkt hier beim Farnheim. Je weiter abseits die Fässer liegen, umso wertvoller der Inhalt. Verrücktes Moor. Ja. Da ist dann noch mal schön was zu holen drin gewesen. Lass das mal vor, Grimm. Das bin ich. Aufgepasst. Also ja, die Sachen sind noch zum Verkaufen bei ihr. Das heißt, wieder hier runter, hier rüber zu Molinde erst einmal. Und ja, hier in den Mobil. Hoffentlich passiert nichts. Baboron, endlich keine Untoten mehr. Und bitte, bitte auch keine anderen fiesen Kreaturen. Oder ich gehe erstmal zum Schmied, die Sachen verkaufen, die ich so habe.
Der kann mit dem Eisen sicherlich eher was anfangen. Torfspaten zu schwer. Ja. Was haben wir denn da? Magierstecken, paar Bronzesachen. Fellfetzen, das Florett kann auch weg. Blutige Beile. Murmeln, die Pfeife kann weg. So. Amazone voraus. Bei dir können auch die Beile weg. Die Scheren und noch mehr Beile. Und das müsste es dann schon gewesen sein. Ja. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal ins Wirtshaus. Verdammt, ausgerechnet mich, den guten Schotterbier, hat man gestohlen. Bis auf den letzten Heller. Es war diese Frau, Talia, oder wie sie heißt. Ihr wart doch mit dieser Diebin zusammen. Ich sah sie noch in Richtung alte Mühle flüchten. Wenn sie dort durchs Moor zu entkommen versucht, ertrinkt sie womöglich und all mein Geld ist verloren. Ihr müsst sie aufhalten und die Beute zurückbringen. Diese Kleine, gut, ich werde ihr nachstehen. Ja, der wirre Geist vom Moorbrück. Stimmt, der ist ja hier. Ich konnte Rakorum helfen und er hat samt verbliebenen Novizen den Portal das Moor verlassen. Kehrt zu dem Hesinde-Tempel zurück. Ich sollte mich gleich auf den Weg machen, um Dorian von meinem Erfolg zu berichten. Sicher wird er im Hesinde-Tempel schon ungeduldig auf meine Nachricht warten. Der Boltan-Trick. Treibe die offenen Schulden ein. Es sollte eigentlich verwundern, dass ich Talia nicht beim Gasthaus angetroffen habe. Immerhin war sie dort und das erstaunlich schnell und effizient. Ich habe sie wohl doch unterschätzt. Das Gesetz der Serie. Einmal auf Fexens Faden, immer auf Fexens Faden. So groß ist die Überraschung doch nicht, dass Talia gleich den nächsten Wirt ausgeraubt hat. Glücklicherweise falle ich nicht in ihr enges Beuteschema. Wirt Schotterbier meint gesehen zu haben, wie sie in die Richtung einer alten Mühle geflohen ist. Kein günstiger Fluchtweg, laut Aussage des Wirtes. Nicht, dass ich sie aus dem Moor fischen muss. Ja, erstmal geben wir ihr nachstehen, weil wir müssen dem Wirt garantiert sein Geld und alles zurückbringen. Mann, Mann, Mann. So ein Heckemecke. Wolltet ihr mir nicht im Gasthaus die Beute vom Speckstall übergeben? Stattdessen habt ihr gleich den nächsten Wirt erleichtert. Questgegenstand, Schmuckschatulle. Ihr müsst mir glauben, ich hatte alles, was von Specksteins habe, noch übrig war, gleich in der Nähe deponiert. Leider war der Flug schneller als ich und nun ist alles fort. Nur das schwere Schmuckkästchen war noch da. Sein Inhalt und einige andere Erinnerungsstücke hat sich der Fluch geholt. Da ich aber nicht wollte, dass ihr leer ausgeht, habe ich kurzerhand für Ersatz gesorgt. Hier nehmt, es sollte eure Mühen mehr als entschädigen. Ihr hustet mit einmal nicht mehr, so schnell gesundet. Also mir raubt ihr den nächsten Wort und überreicht mir das schmutzige Gold und eine leere Schatulle. Weshalb sollte ich Diebesgut annehmen, wo ich schon eure erste Beute ihrem Besitzer zurückgegeben habe? Ihr hustet auf einmal nicht mehr. Ihr habt recht, es lag wohl am Fluch und zu gutem Teil sicher auch an meiner Furcht vor ihm. Aber lassen wir das. Wichtiger ist das Gold. Ich will euch nicht schuldig bleiben. Bitte nehmt es. Ja, so beraubt ihr den nächsten Wirt. Warum müsst ihr nur so ehrlich sein? Wie konntet ihr es nur so weit bringen? Also gut, wenn ich genug Geld beisammen habe, werde ich euch finden. Falls Brenno ja der richtige Name von euch ist und ihr Entfernung ein Domizil oder eine Anlaufstelle habt, nennt sie mir und ihr werdet sehen, dass ich euch nicht schuldig bleibe.
Brenno ist mein richtiger Name und ich wohne im Haus direkt gegenüber vom Prios-Tempel im Pferd. Okay, ihr könnt es nicht verfehlen. Ich werde vorbeischauen, nur wann kann ich nicht sagen. Für ein Mannsbild habt ihr bei mir einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Ein Grund mehr, euch nicht zu übervorteilen. Lebt wohl. So ein Kompliment hört man doch gerne. Lebt wohl. Ja, der Boltan-Trick. Rendezvous an der alten Mühle. Talias Art, sich zu bedanken, ist mehr als nur gewöhnungsbedürftig. Sie hat mich zwar ausgezahlt, doch ich darf alles wieder richten. Die Schmuckschatulle habe ich zwar durch sie ist leer, und wenn mir Talia wieder über den Weg läuft, würde es mich nicht wundern, dass noch mehr offene Rechnungen zu begleichen sind. Bringe den Wirten das gestohlene Gut. Den beiden Gastwirten Schotterby und Speckstein warten auf ihr gestohlenes Gut. Könnt ihr euch so schwer von mir trennen? Seid unbesorgt. Ja, Fragen? Nein, sagt sie nichts. Gut, das heißt, wie... Ne, jetzt gehe ich erstmal zum Boron-Tempel hoch. Oder ne, machen wir das als letztes, weil dann können... Ne, machen wir es als erstes. Dann können wir nämlich runter zur Herberge und von der Herberge aus den Sumpf verlassen. Also ja, eine Schatulle. Boron zum Grufe. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich habe Gutes zu berichten. Alle acht Grüften konnten von mir geläutert werden. Von nun an werden die Toten endlich wieder Ruhe finden. Ihr habt auch Brügge einen großen Dienst erwiesen. Ich danke euch vielmals für ein entschlossenes Handeln. Nehmt diese Dukaten als bescheidenen Dank. Wenn es euch beliebt, kann ich den Rest des Weihwassers wieder an mich nehmen. Als Gegenleistung gebe ich euch zwei Heiltränke. Aber gerne ein guter Tausch. Hier, bitte nehmt das Weihwasser. Worüber möchtet ihr sprechen? Gibt es noch etwas, was ich für euch tun kann, ehrenwerte Weite? Ihr habt mehr als genug für dieses Dorf getan. Alles andere erledigen nun die Händen. Liegt nun in den Händen der Seelen dieses Dorfes. Worüber möchtet ihr sprechen? Das war alles, danke. Also ja, zwei Heiltränke. Die halt 25 Lebenspunkte heilen, zu den Eimbeertrinken, die nur 15 heilen. Was trotzdem eigentlich ziemlich viel ist. So, Reinigung der Grüfte. Die Grüfte von Moorbrück wurden von allem Übel befreit, sodass die Toten wieder würdevoll ruhen können. Boris Segen ist mit ihnen. Und ja, wir haben Geld. Davon müssen wir jetzt aber einen Teil dem Wirt zurückgeben. Und wenn wir das gemacht haben, können wir auch nochmal bei Bredo Bento vorbeischauen, ob der noch was hat. Die haben ja also nichts mehr zu sagen. Ohne Büttel steckt Moorbrück ziehen. Ja. Jetzt, wo der Büttel... Ja, Kober. Kober ist eigentlich ein Torfstecher. Bisweilen kommt er in den Ort, wenn es gilt, eine Leiche unter die Erde zu bringen. Molinde hat ihn als Totengräber verdient und erledigt auch einige andere Arbeiten für sie, die sich für eine Geweihte nicht ziehen. Eins verstehe ich nicht. Kober war vorhin an die frische Luft gegangen, um sich kurz die Beine zu vertreten. Eigentlich müsste er schon längst wieder hier sein. Habt ihr noch was auf dem Herzen? Kräuterangebot. Ach, kaufen wir hier noch den Einbeersaft ab. Salbenfett ist auch nicht verkehrt zu haben. Welche Alchemie-Rezepte haben wir? Weder für Gulmon. Tee noch für die Heilsalbe, also kaufen wir die auch gleich mal.
Vollmond-Tee und Heilsalbe. So.